Willkommen auf meinem Kanal. Heute machen wir ganz leckere Wiener. Ich habe jetzt Rindfleisch, ich habe Schweinebacke und magere Schweineschinken genommen. Und dazu habe ich noch Schwadenbrei. Es kommt noch dazu Kutterhilfsmittel, Wasser, eiskaltes und natürlich dann Pökelsalz, Pfeffer, Paprika, Pikante, Massisblüte und Muskatnuss gemischt. Und Koriander, Ingwer, Ascorbinsäure und getrocknete Zwiebeln. Das Fleisch ist schon geschnitten, vorgekühlt und jetzt bauen wir einen Fleischwolf auf und dann lassen wir das durch die kleine Scheibe durch. Därme habe ich schon vorbereitet, die sind schon geputzt, eingelegt in 10%ige Lage und die stehen schon bereit. Da haben wir als erstes dann unser Rindfleisch, dann haben wir hier unsere Schweinebacke. Hier unser Schweineschinken und dann haben wir hier ja noch unsere Schwade. Das ist Schwade, das ist auch gefroren. Das habe ich zu Schwadebrei gemacht. Das kommt dann auch noch dazu. Oh, da war noch ein bisschen Plastiktütsche. Gott sei Dank habe ich es noch gefunden. Wir machen unsere Gewürze dran und Salz. Das ist alles schön verteilt, also Salz, Pfeffer. Paprika, Pikante, Ingwer, Koriander, dann haben wir hier Massisblüte und Muskatnuss frische. Mit der Massisblüte muss man aufpassen, habe ich gemerkt, die ist sehr stark. Und dann haben wir hier noch unsere Zwiebeln. Und da gehen wir jetzt mal raus und lassen das alles durch den Fleischwolf durch. Ganz feines Brät. So, das tun wir jetzt noch mal ganz kurz vermengen. Einfach nur, dass es ein bisschen gleichmäßig wird. Und dann tun wir das noch mal ein bisschen mit der Maschine vermenge. So. Ich habe jetzt gerade zwei Balle gemacht und jetzt füllen wir Brät hier rein und dann tun wir das gut vermenge. So, da kann man noch ein bisschen was drin machen. Also der hat jetzt einen 3,5 Liter Topf. Messen wir mal kurz. Ja, das hat noch minus 1,5. Kann ich es noch ein bisschen laufen lassen. Also langsam anfahren und dann erst ein bisschen schneller. Schon wenn er zu schnell anfährt, und dann greift das Messer nicht. So. Also so sieht das Brät jetzt aus. Das ist fast wie mein Messer gekuttert. So wollte ich es auch haben. Also das Brät hat immer noch 9 Grad. Das fülle ich jetzt ab im Füller. Seht ihr, wie das klebt? Richtige Barbarei ist das. Das kannst du jetzt direkt auf dem Brot schmieren und essen. So lecker ist das. So, jetzt ziehen wir mal die Därme drauf. Ein bisschen Abstreife von Wasser. Das ist immer gut, wenn in der Schüssel ein bisschen Wasser ist. Rutschen die Würste auch gut. So, ich nutze jetzt Schafsdarm. Wie ich weiß, 22, 24. Dann ziehen wir mal die Därme drauf.
schön gerade draufziehen. Machen wir hier mal einen großzügigen Knoten rein, weil da kann man immer beim Räuchern was aufhängen. Daumen nach vorne und los geht's. Nicht zu fest füllen, aber auch nicht zu schwach. Weil die werden hier nahe noch gebrüht und die sollen auch nicht platzen. Ja, ich sag mal schon, so ist so die richtige Größe, Härte. So, dass sie gleich lang sind. So, ich habe schon ein bisschen Temperatur vorgefahren, dass die Würstchen auch schön trocken sind. Hier haben wir noch einen Einschub. Da kann man dann Räucherspäne reinmachen und kann das hier so rumdrehen. Ja. Auch eine gute Sache eigentlich. Aber halt immer ein bisschen auflassen. So, oben fängt er jetzt schon mal ganz leicht zu rauchen. Die Temperatur werde ich auf 65 Grad steuern. Und so eine Dreiviertelstunde, da sollten die Würste gut sein. So, wie ihr sehen könnt, das raucht schon gut. Und ich habe jetzt warm Heißrauch. Und wir räuchern mit 65 bis 70 Grad. So, wie ihr erkennen könnt, ich habe jetzt genau 65 Grad. Also ideal. Die Steuerung ist auch an. Könnt ihr sehen an der Seite. Allerdings fehlt mir jetzt ein bisschen der Rauch. Und da füllen wir einfach noch mal ein bisschen nach. So, umdrehen. Und das fällt dann ganz genau in die Räucherkaste rein. So, dann gucken wir mal rein. So, also so sehen die Wiener nun aus nach dem Abbrühen. Die habe ich ungefähr eine halbe Stunde abgebrüht mit 75 Grad. Und die müssen natürlich jetzt ein bisschen abgekühlt werden. Gebe ich jetzt noch ein bisschen kaltes Wasser noch hier dazu. Können die abkühlen. Natürlich jetzt noch eine ganz andere Farbe. Aber die dunkeln noch wieder nach, so ein klein bisschen, wenn sie dann draus sind. Hausgemacht, alles. Auf alle Fälle schmeckt es besser. Sehen vielleicht nicht so gut aus, aber die schmecken wirklich super. Also ich konnte jetzt doch nicht abwarten. Echt lecker. Ganz klasse. Total saftig. Schaut es euch an. Und so schmecken sie auch. Klasse. Wie ihr seht, die sind jetzt ja nochmal schön nachgedunkelt. Ja, die waren hier nach dem Abbrühen, waren sie ein bisschen heller gewesen, aber das ist normal. Wie ihr seht, die sind bombig aus. Ich habe einen Anschnitt noch gemacht. Könnt ihr sehen. Auch schön geworden. Wunderbar. Sind sehr knackig. Und super lecker. Ich muss sagen jetzt, schmecken auch kalt. Ganz klasse. Könnt man gerade so wegessen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Gebt mir vielleicht ein Like. Folgt mir weiter, dann sage ich mal wieder ciao, bis zum nächsten Mal.